Für die walisischen Fans gab es kein Halten mehr. Dank des 3:0-Siegs über desolate Russen erreichte das Team um Superstar Gareth Bale bei seiner ersten EM-Teilnahme sensationell als Gruppensieger das Achtelfinale. Das war heute wirklich besonders. Nach der späten Niederlage gegen England war es schwierig, aber ich würde sagen, das war der Auftritt des Turniers. Nicht nur von Wales, sondern im gesamten Wettbewerb. Es war eine außergewöhnliche Leistung heute. Das Team hat lange an sich gearbeitet und heute hat alles geklappt. Das war hervorragend. Frust hingegen bei den Engländern. Die Three Lions beendeten die Vorrunde zwar auf dem zweiten Platz und sicherten sich somit den Einzug ins Achtelfinale, die Chancenverwertung beim 0:0 gegen die Slowakei war jedoch kein Grund zur Freude. Wir haben jeden Gegner, gegen den wir gespielt haben, dominiert. Wir sind mit Abstand das beste Team unserer Gruppe und dennoch schaffen wir es nicht, in den letzten 30 Minuten die Teams zu besiegen. Es geht darum, weiterzukommen. Wir wollten in der nächsten Runde einfach ein leichteres Spiel. Jetzt wird es eine schwierige Partie, aber Kopf hoch. Wir werden in der nächsten Runde unser Bestes geben. Während Wales nun mit viel Selbstvertrauen auf einen der vier besten Gruppendritten wartet, muss England sich mit dem zweiten der Gruppe F messen.